Herzlich willkommen bei Handwerklich Begabt. Ja, hier geht's jetzt auch wieder los. Aber erstmal ganz langsam. Von vorne und der Reihe nach. Dieses Video gehört zu einer neuen Videoreihe. Outdoor soll sie heißen. Und da bin ich irgendwo unterwegs und guck mir Sachen vom Vorbild an. Oder das, was davon übrig ist. Das Video hat aber noch einen Grund. Und zwar das 1000 Abonnenten Spezial. Das soll das jetzt hier nicht sein, aber ich möchte ein paar Fragen sammeln, die ich in dem 1000 Abonnenten Spezial Video dann beantworten möchte. Daher, wenn ihr Fragen irgendwie habt zu meinem Kanal, zu meiner Anlage etc., einfach mal in die Kommentare posten. Ich suche dann ein paar aus und beantworte die im nächsten 1000 Abonnenten Spezial. Ja, und dann gibt es auch noch ein paar Infos, so wie es mit dem Kanal jetzt weitergeht. Also, ja, dranbleiben würde ich sagen. Und los geht's symbolisch in einem meiner Heimatbahnhöfe. Wer weiß, wo das ist, darf ein Like da lassen. Wer das letzte Video ganz geschaut hat, weiß, dass ich meine Anlage umgebaut habe. Also mehr Platz für ein BW geschaffen. Und da ich ein BW eigentlich nur aus Zeitschriften und Büchern kenne, habe ich mir gedacht, ich müsste mir mal eins angucken. So mit Ringlochschuppen, Drehscheibe, Behandlungsanlagen, Kran etc. Und das habe ich in Neuenmarkt Wiersberg gemacht, im Deutschen Dampflokmuseum. Und da sind mir einige Dinge begegnet, die sich auf dem Kanal wiederfinden werden. Aber auch schwere Kraftprotze wie diese. Der sieht fleißig aus. Der macht sich ins Hemd. Und dann, total unerwartet, habe ich ein Schild gesehen zur Modellbahn. Und da dachte ich mir, da musst du doch mal gucken. Naja, und weil das Wetter nicht so mitgespielt hat. Und ich euch jetzt nicht hier mit Detailaufnahmen irgendwie langweilen will, kann ich an der Modellbahn irgendwie den Aufbau des Museums eigentlich schön zeigen. Und dann springen wir nochmal in den Lokschuppen, weshalb ich ja eigentlich dahin gefahren bin. Keine Angst, zur MOBA kommen wir nochmal zurück. Nochmal ein Panoramabild von der Drehscheibe. Und dann geht's wirklich rein. Mit den drei Bildern der 86 kommen wir jetzt zu den bewegten Bildern, die ein bisschen Atmosphäre rüberbringen sollen, weil das ist ein Anblick, der ist selten geworden. Und jetzt halte ich mich einfach mal einen kurzen Moment zurück, damit ihr die Aufnahmen genießen könnt und ich nicht alles voll habe. Doch spätestens hier ist es mit der Atmosphäre vorbei. Wer das Ding dahingestellt hat, ich weiß ja auch nicht. Das war so ein Fahrsimulator, der nicht ging. Ja, und diese spartanischen Kriegsloks, ich weiß auch nicht, ist auch nicht so mein Fall. Schwarz und Rot finde ich schon ganz gut. Und ganz hinten in der Ecke versteckt, hinter einem Personenwaggon, stand dann noch dieses Schmuckstück.
Und ich muss schon sagen, das ist schon imposant. Die war ja zeitweise auch in Gießen unterwegs und das ist ja auch so meine Ecke. Daher wird es die früher oder später auch irgendwie zu mir schaffen. In klein versteht sich. Hier nochmal ein Blick ins Führerhaus von der gegenüberliegenden Seite. Mit anderen Worten, die Scheiben, die man sieht, sind die gleichen. Und dann von der großen zur kleinen, der Glaskasten, gehen wir nochmal zur Modellbahn. Der ganz kleinen. Und wenn man da genau hinschaut und die so ein bisschen auf sich wirken lässt, wenn man diese zahlreichen Details entdeckt, die da einfach verbaut sind, dann kann man eine gewisse Handschrift erkennen. Vielleicht kommt er ja selbst drauf, am Ende zeige ich's. Das Thema der Modellbahn ist hier die schiefe Ebene, und zwar die Strecke von Neuenmarkt-Wirsberg, quasi wo das BW ist, und Markt Schorgast, und ist eine 7 Kilometer lange Strecke mit konstant 25 Promille. Die schiefe Ebene hat auch aktuell Geburtstag, die wird nämlich 175 Jahre alt. Gibt's auch im aktuellen Modelleisenbahnernbericht zu. Wir nähern uns auch der Auflösung der Rätselfrage über den Erbauer dieser Modellbahn. Wer erraten hat, wer es war, darf mir eine Frage hinterlassen. Hier jetzt nochmal das einzige Bild von der schiefen Ebene in echt, und zwar von der Brücke, die es auch auf der Modellbahn gibt. Das war schon beeindruckend, als man da stand und da hochgeschaut hat. Das kommt jetzt, glaube ich, auf dem Bild nicht so wirklich rüber. Der gelbe Strich ist in etwa die Höhe der Brücke, also so frei Schnauze. Ich hätte gerne mehr von der Strecke aufgenommen, leider ist der Tag ins Wasser gefallen. Und mit einer Zweijährigen irgendwie da in der Wildnis rumstapfen, während es übelst aus Eimern gießt, war jetzt auch nicht so eine Wunschvorstellung. Deshalb kommen wir jetzt schon zu dem Fazit. Ich fand den Besuch äußerst lohnenswert, hat mir viele Eindrücke verschafft. Ja, und letztendlich bin ich deswegen dahin gefahren, einfach um BW-Luft zu schnuppern. Und das konnte ich da eigentlich sehr gut. Punkt. Ja, und dann war ich noch woanders. Aber das zeige ich jetzt nicht. Und das zeige ich auch nicht, weil, ach, das ist ganz schön groß. Einfach, die Sequenz ist jetzt nochmal dafür da, damit ich sagen kann, wie es jetzt hier auf dem Kanal weitergeht. Als nächstes kommt natürlich ein neues Anlagenvorstellungsvideo, weil der Gleisverlauf hat sich verändert. Ja, dann kommt das 1000 Abonnenten Spezial, was bei 1083 Abonnenten dann eigentlich schon fast wieder zu spät ist, aber ich halte mich ran. Und dann geht's mit dem Anlagenbau weiter und ihr habt ja jetzt gesehen, BW ist das Thema. Ja, wahrscheinlich werde ich da erstmal anfangen und das wird definitiv gut, denn ich habe mir schon für euch ein paar Besonderheiten ausgedacht. Und an der Stelle sei nochmal erwähnt, dass ich noch Fragen sammel fürs 1000 Abonnenten Spezialvideo. Also, rein damit in die Kommentare. Das gilt auch für alles andere, sei es Kritik oder auch Lob. Natürlich an der Stelle nochmal erwähnt, dass ein Abo total cool ist und auch ein Like mich freut. Also dann, bis bald, euer Handwerklich Begabt. Ihr kennt den Spruch, ich dampft dann mal ab.